Ich bin euer Grion Grauwurt und wir spielen Brotato und da spielen wir den Ritter und da spielen wir das Schwert auf 5 und rein. Ja, war jetzt nicht so gut, aber egal. Nahkampf. Regeneration. Einmal würfeln. Nix. Schwert macht am Anfang auch richtig fett Damage, wie ihr seht, ne? Und es schwingt. Und es sticht. Und es schneidet. Und es zerreißt. Also, es ist eine Zerreißprobe, ne? Bums. Und umgehauen. So. Ja, man kennt Benefit aus Angriffstempo und Ernte. Ja, geht doch ganz gut eigentlich. Rüstung ist ganz wichtig, gibt uns halt auch 2 Nahkampf, ne? Das, na, weiß ich jetzt nicht, aber okay. Noch sind die halt noch nicht so krass, die Gegner, ne? Das sehen wir noch relativ gut durch. Aber unser Angriffstempo wird halt ein bisschen leiden, glaube ich. Easy. Ja, warum nicht? Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Oh, noch ein Schwert. Der Igel ist witzig, aber nein. Oh, noch ein Schwert. Eine Rüstung ist halt auch immer ein bisschen wenig. Ich habe das Gefühl, oh, da haben wir einen Helm überblättert, aber Gott. Oh, 120er Crit. Das ist wahrlich beachtlich. Finde ich. Ich glaube nicht, dass wir auf Crit gehen, aber das ist doch nicht weiter schlimm. Der slackt sich aber auch hier ganz gut durch, ne? Easy. Ja, okay, komm. Warum nicht? 6 Schwerter, Runde 7.
Ach, jetzt kommen wieder die hier, ne? Die Stachlis hier. Na gut, dass man erkennt, dass die bald schlüpfen, denn dass sie anfangen sich zu bewegen und dass sie halt auch eine andere Farbe kriegen. Super gute Erfindung. Oh. Aber Kisten-Joe muss erledigt werden. Brauchen wir nicht. Kann man mitnehmen? Nehmen wir mit. Nehmen wir nicht mit, gehen wir weiter. Und dass der Level 2 Items nur tragen kann an Waffen, finde ich eigentlich ziemlich geil. Augen jetzt wirklich nötig waren, kann ich euch nicht sagen, aber dadurch, dass wir auch ein bisschen Leben nachher stacken, helfen die gegen die kleinen Mongoloiden, die hier so rumlaufen. Brauchen wir Rüstung. Oh, da war fast die Runde zu Ende. Ja, ausweichen ist auch okay. Nehmen wir einfach mit. Nicht so viel Rüstung, das ist das Problem. Wie viel haben wir denn? Oh, doch schon 10. Warte, wie viel gibt es? 40% weniger Schaden. Was ist hier eine Swarm-Runde? Ich weiß gar nicht, ob sich Reichweite auf Nahkampfwaffen so auswirken, dass sie tatsächlich weiter angreifen können. Also. Länger eine Schwert, das hat ja eine gewisse Reichweite. Ne, da steht schon. Das wird ja nicht größer. Na gut, das ist ein Game. Vielleicht schon. Oh, Level Up. Nice. Nice. Ja, da geht das Tempo jetzt ein bisschen runter. Nein. Ja. Das wollte ich schon da drauf drücken. Nahkampf Damage. Was war denn das für ein Schwert? Normales, okay. War es nicht. Jo. Dass wir nicht ganz so weit runter droppen. Ja, doch, macht ja schon ein bisschen Damage, der ganze Kram hier. 196er Crit. Und wie geht's euch sonst so? Grüße an die Neuen an dieser Stelle. Wir spielen auch bald wieder Strange Brigade, keine Sorge. Weil das ist ja auch der 7. Dezember, ne? Da spielen wir Medieval Dynasty mit der coolen Rocky zusammen. Ja, funktioniert doch ganz gut bis jetzt. Wie das umsonst ist. Naja, nehmen wir den einen mit. Oder umsonst, ne? Ja, Glück.
Das ist geil. Das geht dann hier so ein bisschen dagegen, auch wenn der Benefit nicht so krass ist. Aber so droppen wir nicht auf Minus. Den kenne ich noch gar nicht. Ach, das ist der mit den Eiern. Den kenne ich doch. Wir machen den ja, ne? Der mutiert gerade oder der ist gerade mutiert. Soll er nur nicht reinlaufen, so krass. Aber gut. Wann sind wir schon mal nicht in der Gruppe reingelaufen? Na, wir spielen schließlich einen Ritter. Er sollte tanken können. Die gepanzerten Mann halt auch gut weg mit dem Schwerter, ne? Also, oder? Ritter geil. Ziemlich easy. Also, was heißt easy? Ziemlich anfängerfreundlich, sagen wir es mal so. Verzeiht mal den einen oder anderen Hit. Ja. 20. Es wird interessant. Zu 116. Ja, komm, den nehmen wir mit. Den einen Garten. Bisschen Leben dabei zu haben, nochmal zusätzlich. Es kann nicht schaden, sagen wir es mal so. Bisschen wie Pac-Man hier gerade. Oh, Tado. Ja, die geilen Augen machen da schon ein bisschen Terror. Wir machen zwar noch nicht genug Damage, wir sind aber auch noch ganz am Anfang. Wir haben viele Bäume, das ist schon mal ganz gut. Viele Bäume, viele Kisten. Ja, läuft. Nein. Okay, ein Igel nehmen wir mit. Ein Igel. Dann Leben. Wert. Ja, gut. Oh, Tado. Und rein. Müssen dann gleich mal gucken, ob wir nicht irgendwas für Lauftempo kriegen. Ausweichen, diese Kapuzejacke da, die ist halt auch echt gut für ihn. Viele Sachen, die für den Ritter gut sind, machen sein Angriffstempo oder sein Lauftempo runter. Mit der Kapuze haben wir zumindest mal unter Voraussetzung, dass wir genug Ausweichen haben, genug Angriffstempo. Da ist ja auch schon mal etwas wert. Weil nichts ist schlechter als wenn nur eine unbewegliche Einheit, bis sie nicht mehr angreifen kann. Gut, du stirbst dann nicht, aber du kannst sie auch nicht verteidigen. Ja gut, rumstehen und keinen Schaden kassieren ist auch eine Form von Verteidigung. Ihr versteht schon. Das ist dann eher so ein Bewegungsproblem. Nein. Oh, das ist vielleicht gefährlich, ne? Oh, wer bist denn du?
jetzt bist du mutiert. Nice. Jetzt bist du noch am Chargen. Du bist ja ein ganz kollegialer Kumpel hier. Okay, Bruder, wir sind mal kurz woanders. Danke. Wir fahren mal ganz kurz in den Rhein. Easy. Ey, sind die ganzen kleinen Schießeflicks dabei. Die sind halt übelst nervig. Wenn man irgendwo so ein kleiner Softball rumfliegt. Dadurch, dass wir ja kein Rank sind, kriegen wir die auch nicht so gut unbedingt, ne? Dadurch, dass wir super langsam sind. Langsam. Botox Überdosis. Ihr versteht schon. Okay. Das ist. Nee, absolut nicht. War das war Wurf. Das hier weiß ich nicht. Ja, okay, komm. Das jetzt nicht. Wenn jetzt ein bisschen schneller wären, wäre das ein bisschen geiler. Weil die Kleinen ja nicht unbedingt auf uns zulaufen, sondern von uns weg. Wie viel Rüstung haben wir? 23, das all wenig. Aber dafür haben wir 91 Nahkampf-Damage. Das ist halt auch irgendwie anders wild. Ja gut, das in dem Ausweichen, das kickt halt rein, ne? Das sollten wir vielleicht ein bisschen höher ziehen. Weil wir haben das Gehirn gefunden. Das gibt uns ja immer Leben, wenn wir ausweichen. Wenn wir hohes Ausweichen haben, hohes Regenerieren. Neben den Abzug und der Regeneration an sich. Na? Warum nicht? Das ist ein blaues Schwert. Was macht es? Es leuchtet blau. Ja, was können wir hier machen? Na, Abbruch, warte. Wir sperren einfach mal nur das eine. Drehen noch einmal drauf. Nehmen das und freuen uns. Ach, diese Buff-Typen da, ne? Feurige Tomate wäre halt ganz witzig. Aber mal sehen, ob wir eine Tomate kriegen. Wieder rein. Oh, wer bist denn du? Du bist ja ein ganz komischer Vogel. So ein Emulation wäre halt auch irgendwie witzig, ne? Dass man so einen Flammenumhang hat. So wie damals in Warcraft 3, ihr wisst schon.
Demon Hunter oder wie der da hieß. Tut mir leid, wenn ich nicht mehr alles weiß, aber. Ja, Illidan. Captain Blindfisch Socke. Und seinem schwarzen Thron da und so. Das waren lustige Zeiten damals zu Wattle Car. Aber ja, auch gespielt. Da war ich top. Taubenkrieger. Und einmal dachte einer, ein Endgame-Boss kommt. Jo, das ist halt jetzt die Sache, ne? Wir gehen halt übelst drauf, machen übelst Damage. Schaden. Ja. Rüstung. Welchen Rückschluss haben wir denn? Null. Okay, dann kommst du raus. Hau rein. Es gab doch mal diese Rüstung in. Da in Sul'Gurub, Sul'Farak da auf der Allianzseite. Die sah doch so aus wie von einem Eingeborenen. Troll-Clan oder sowas. Und die hatte ich als Krieger, ne? Und dann gab es ja diese Tränke, ja, Metamorphose, Wachstumstrang, Kampfrausch, bla bla bla. Und die haben im Game so eine Hochzeit gefeiert. Und ich war Special Guest. Ich durfte die Braut dahin führen. Hab ich mich gefreut, wie ein Schnitzel, gar nicht. Und dann sollte ich diese Rüstung anziehen, weil das besonders Flair hatte, weil die auch da geheiratet haben. Und dann haben die mir die ganzen Tränke besorgt und hast du nicht gesehen. Und hier gab es ja auch ein. Gab es nicht auch so ein Essen, was einen größer gemacht hat? Ich weiß das schon alles gar nicht mehr. Aber auf alle Fälle, ich habe mir das alles reingepfiffen, dann hat einer aus der Gruppe Kampfrausch gezogen und dann hat der Game Master, der hat da mitgespielt übrigens, das war ziemlich witzig, gesagt: Ach ja, jetzt mach ich mal so ein Schriftzug da in die Mitte rein und sag und königlich an. Ja, aber am Arsch die Waldfee. Da stand dort Raid Boss Stratum ruft, greift an. Und alle direkt so, aber konnte ja nichts machen, ne? Das war hart lustig. Die haben mich tagelang danach immer noch angeschrieben, ob ich ein Raid Boss wäre. Die können so verwirrt manchmal sein, aber es war hart witzig. Die Aufnahme habe ich sogar, glaube ich, noch irgendwo. Aber nein, die wegen Copyright und Datenschutz, bla bla, die Leute, die. Ich habe keinen Kontakt mehr, das ist über 15 Jahre her oder so. Da müsste ich die erstmal reinholen. Nee, vergiss es. Einfach mal hier reinsäbeln, damit es nicht so viele werden. Ja, ist eine gute Runde. Haben jetzt halt nichts, was jetzt so endlos gilt. Ah, das ist ja egal. Okay, nein. Itempreise runter, das ist gut. Das ist ja egal. Oh, guck mal, traurige Tomate. Die Reichweite erhöhen, das ist schon mal gut. Oh Gott, wer seid ihr denn? Bob und Blob oder was? Nee, du bleibst schon hier. Ah, jetzt hat er hier Angst, ja? Lauf doch nicht weg, bleib doch hier, stell dich wie ein Mann. Stell dich wie ein Mann, habe ich gesagt. Alter, diese Weglaufgnome hier, ne?
Ah, jetzt hat er auch noch ein paar von den Machplons beschworen, die sonst beim Anglerköder immer kommen. Ja, wir sind leider ein bisschen langsam. Da bleibt er nicht aus, ne? Ja, gut, nehmen wir mit. Ja, wir sind eigentlich gar nicht mehr so langsam. Da sind wir schon über 115, aber wir gehen noch ein bisschen auf Regeneration. Und da sind wir auch schon wieder pleite. So, jetzt haben wir eigentlich die Runde gewonnen. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Man, wir haben sowieso nur eine Ernte. Boah, direkt abgespießt. Naja, jetzt sind wir ja mit dem Jetpack ein bisschen schneller, ne? Also, ich weiß auch gar nicht, ob unser ganzer Kram so gut war. Aber die Hand of Blood war halt, hat uns halt geholfen jetzt hier, ne? Lebensabzug und so. Der Damage knallt das rein, ne? Schatzkistenmann. Ja, dafür habe ich ein Auge. Wie in Diablo. Mit den Schatzkoblenz. Das war ja mal das Lustigste. Das hat mich so gefreut. Was war in Diablo 3 oder was? Wo man diese Schatzkoblenz machen konnte. Oder fangen konnte. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in den Schatzkoblenland reinspringen konnte. Und ich mich da übelst gefreut, weil das war wie cool Level, nur mit Goblins. Wobei cool Level schon geiler war. Und ja, dann bin ich da rein. Hat diesen komischen Goblin-Boss da umgenukt. Und dann ist ihm da so eine lustige Kiste auf den Dürz gefallen. Das fand ich schon, man konnte ihn dann immer anklicken. Das fand ich schon sehr erheiternd. Ganz ehrlich. Fand ich sehr erheiternd. Oh Gott, wer seid ihr denn? Die Chindotlun-Geschwister hier oder was? Da brauchen wir mehr Healing. Oder mehr Rüstung. Healing und Rüstung ist immer gut. Aber die geben halt nur grüne Kisten. Ich wollte schon gerade sagen, gelbe, aber. Ja, hat doch nur eine gegeben. Obwohl es zwei waren, ja gut. Da waren die auch nur halb so ätzend. Ihr wisst schon, was ich meine. Irgendwo sind wieder diese komischen Maul-Dinger geschleppt. Ich hab's doch genau gesehen. Also wir machen schon ordentlich hier Traffic, ne? Also ob ich den Garten gelockt habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ob wir das noch brauchen. Reichweite wieder. 50 Damage. Sind 50 Damage. Ja. 614. Wenn wir ausweichen. Oh. Und nochmal 2 Nahkampf. Wie viel macht das dann? 308? Die Alien-Augen, die brauchen wir halt eigentlich nicht mehr. Aber die helfen halt gegen dieses ganze Kleinvolk. Vor allem jetzt hier mit Repost und so, ne? Sollte das noch viel einfacher sein. Der Nahkampf-Damage von uns ist ja auch übelst gestackt. Ich weiß gar nicht, wo denn der aktuelle Rekord liegt, aber ich glaube, das werden wir mit dem nicht hinkriegen. Ist auch nicht schlimm. Mal gucken jetzt mal, wie weit wir kommen. Läuft der bis jetzt ganz gut. Vor allem, weil der übelst wegliegt. Das Tempo, es geht dann wieder was hoch, ne? Wie viel Schaden? 322 verlieren wir. Ja.
Okay, keine Ahnung, was passiert ist. Sollte das jetzt nicht eigentlich. Egal. Wir sind jetzt hier bei Cap. Ja, warum nicht? Deswegen haben wir die Alien-Augen dabei, damit die Kleinen da wegboxen. Also zumindest ein Teil davon. Nicht alle, logischerweise. So viel macht das auch gerade nicht an Damage. Aber es hilft ein bisschen, ne? Mit Tempo ist der Ritter noch viel geiler. Wäre cool, wenn er ab so einem gewissen Tempo. Kein Fahrrad, nein, so ein Pferd kriegen würde. Und dann einfach so aufmountet oder was? Und dann einfach hier so rumrennt. Das wäre halt witzig. Aber nur in Verbindung mit einer Lanze halt, ne? Sonst nicht. Ja, läuft doch. Verwerten. Das werden wir nicht dem tun. Ja, das wäre dumm. Ja, gut, das war jetzt auch nicht so smart. So, 344. Bup. 367. Ah ja, jetzt kommen hier wieder zwei von den Gestalten. Das ist ein bestimmt ein nerviger Otto. Der ist weg. Dankeschön. Sieht aus wie so ein geschwundenes Krokodil. Aus den Shinders, aus Diablo 3 oder 2 oder welchen Teil auch immer. Gibt es eigentlich mittlerweile 5, 6? Ich habe sie alle noch gespielt. Auch die alten Teile noch. Die waren cool. Also, ist ein bisschen einseitig gerade. Aber naja. Das soll ja noch stärker werden. Das sind erst Level 25. Also alles keep it easy. Können wir verkraften. Ich weiß nicht. Wir drücken einfach mal drauf. Oh ja, warum nicht? Warum nicht? Und los. Aber wenn wir bis 30 kommen, ist ja schon ganz angenehm. Aber laufen ja auch schon eine halbe Stunde hier rum, ne? Ach, dann reitet ihr auf dem? Aber nein, das sah nur so aus. Jetzt wird er auf so einer Kugel hier reiten. Dieses Düt-Düt-Düt sind die Buffers. Wir sind es ja nicht mehr Gegner geworden, ne? Also es fühlt sich immer noch ziemlich leer an, ja. Oh, jetzt gerade mal so richtig Alarm. So, Rüstung. Hier können wir nichts mehr machen. 7 Technik. Wir haben ja noch die Sache mit den Federn, die sind auch ziemlich cool. Oh, jetzt kommen wir Doppelköche oder was? Ja, die sind ein. Boah, Bruder, hör auf! Was soll das? Geh weg! Hör auf zu mutieren und gehen wir nicht mit seinen komischen Sachen um den Keks. Geh weg! Brauchen mehr Damage. Oh.
Und ich sah die Kugel noch kommen, ne? Ich sah die. Oh, Plasma Hammer. Was noch? Der Dämon. Cool. Naja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Wir sehen uns. Ciao, ciao. Mit deinem Rotator ist toll.